Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Teamprojekt zusammen mit Günni und mit Chris. Moin. Und ich bin da beim Steiner sammeln. Ja. Und die bin zwei heute haben sehr schon motiviert. Wieder. Und die zwei haben schon wieder irgendwas im Schulde. Nein, wir doch nicht. Nein, Nein, nach Hause gehen, Chris. So. Nein, darfst du nicht. So, ich soll jetzt da aufhören und zu euch kommen. Oder machen wir die 12, weil die ist kleiner. Wo seid's denn jetzt? Wir sind bei der 14 nur parallel von dir. Mach Helfer rein. Ja. Nee, nein. Halt, warte. Da ist vorne auch runter irgendwo. Ich weiß. Oder machen wir die 4, 12, weil die ist kleiner. Grenznetze bilden halt. Wer hat euch ins Hirn geschissen? Wir haben eh nichts mehr zu tun, als dem her. Ach so. Chris. Naja. Dachte ich mir auch so. Also Chris, du kannst doch hier weitermachen, wir gehen auf die 12. So. Nach der Bahn. Gehen wir. Ja, nach Hause gehen würde ich auch gerne. Nein. Ja doch. Ich hab ein Problem vor mir, kommt ein Baum. Haha. Dein Problem. Geht's ja. Bleibt einmal kurz stehen. Ich muss ein Thumbnail machen. Thumbnail. Ein Thumbnail. Thumbnail. Ein Thumbnail. Ja! Schön mal deine Eierstücke. Hä? Deine Eierstücke. So, ich hab gehört, da gibt's eine Special Edition von einem Sternensammler da. Alter, das darfst du ja keiner zeigen, was die jetzt weiter machen. Halt hoch! Kein Kommentar zu dem Fall. Ich war jetzt hoch. Ist ja auf Null. Jetzt einmal so stehen, bitte. Meiner bewegt sich. So, bleib stehen, danke. Ich bewege mich. Ich mach nichts an der Tastatur. Danke. So. Tschüss. Geh weg. Ich komm nach. Ich war Fruchtzeit. Möp. Möp. Ist wäre zu geil. Noch, ich muss noch Hausaufgaben machen. Achso. Ach, ich schreib einfach ab. Sag Smart Note, ha? Hast du eigentlich kein Praktikum mehr? Seit 2 Wochen oder seit der Woche? Seit der Woche habe ich nicht mehr. Ach so. Das ist wirklich bei den Göttern. Gibt's hier irgendwo Charts jetzt? Dass ich irgendwas hören kann. Dass ich nicht einpenne. Na. Ich soll nicht sagen, dass dein Bruder keinen Sound hat. Ich hab ganz rausgescrollt. Ich weiß nicht, ob dein Bulldog eine 4 Meter Scheibe gepackt. Man, du siehst da ist er weg, du! Ruf, du musst hier rüber. Ich gleich mal nachziehen, du. Ja, jetzt schon mal deine Eierstöcke. Was? Lauf nicht weg. Ja, ich meine, er verringert. Ah. Ist klar. Aber. Oh, ich muss aber hier durch. Hallo, Lenkung. Lenkung sagt nein. Lenkung sagt ja. Ma Olde, wo heißt die vierte Kuh? Ich rutsch. Ich schieb dich mal wieder an, ne? Warte. Was machst du? Ich will den gerade fangen, aber es geht nicht. Jetzt. Ah. Einmal nach rechts. Nein.
Einmal nach links. Nö. In der nächsten Folge können wir ja einmal tauschen. Dann können wir einmal tauschen. Möchte man mal das. Das eine große Steine sammler fährt und kriegst entweder in klein oder in. Ja, das können wir machen. Scheibenecke. Ja, aber so geht das eigentlich voll. Aha, der rutscht wieder raus. Ups. Digga, das ist ein Bild für die Götter. Ja. Oh, mit Schuhen arbeiten. Gott, ja. Ist scheiße langweilig. Ja, wo soll ich machen? Ich hab auch nur das gleiche. Ja, aber was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Ja. Eine Fresse. Eigentlich. Aber nur eigentlich müsste ich meine Hausaufgaben machen. Dunkel. Nils nach links. Lass mich essen. Schon wieder essen. Mann. Sorry, dass dir eine Pizza fehlt. Ah! Nochmal! Okay. Kein Gas! Kurbensage. Yeah. Oder ich fahr als erstes beide mit der Scheibenegge und dann fahr du mal Steine sammeln. Uni, komm her! Ja. Ich liebe you! I push you with my tractor. I need help. It is pouring here. Alter, steck gleich den Motorsound auf, ne? Also laut steigen. Du bist das E-Traktor! Als ob das so laut ist. Deiner, ja. Meiner ist auch scheiße. Du hast immer noch einen E-Traktor. Was? Ich kann halt auch kein Tempomat reinklatschen. Ich wollte gerade sagen, lass dich halt einfach schieben, aber da kackt meiner wahrscheinlich ab. Ding ist, mein Ding ist irgendwie um 0,5 Meter kleiner, das merkt man aber richtig. Also mein Stein ist am Dach. Also ganz ehrlich, ich kann wirklich irgendwie geradeaus nebenbei machen. Eh nur geradeaus fahren, dann rechts, dann nochmal rechts. Wieder rechts und wieder rechts und wieder rechts. Ja, leckt halt gerade nicht, ne? Nee. I can't help you, hole you ein. Das hilft dir gegen Müdigkeit, Bier, oder? Oh. Ich bin überlegen, ob ich noch eins hab irgendwo. Wenn ich so weiß, der ist sogar fast doppelt so groß. Scheibenegge. Ich find's geil, dass man so auf jeden Fall zu keinem hochkommt. So. Ein paar Meter sind schon drauf. Ja, bei uns auch. Ne, Guni? Jetzt war noch gut GPS. Ja, sehr.
Ah, ich glaube, bei sowas sind die schon eher nicht gut. Dann gehen wir pennen. Dann machen wir die ganze Nacht durch. Wahrscheinlich, wenn die Tasche aufmachen. Das ist die Feier, du bist. Nee. Sorry, hatte kurz einen Schlaganfall. Huch, da hab ich die Kurve verpasst. Wenn ich von oben drauf geguckt habe. Ja, hallo. Ich habe deine Eierstücke, Junge. Hallo. Hallo. Und so. Ja, sehr schlau auf jeden Fall. Geht ja genau so. Hä? Willst du dir auch so ein Ding holen? Ich weiß, was ich mache. Was denn? Was holst du denn? Du gucken. Na. Lass mich kurz was zum Saufen holen, Kaka. Ja. Steht am Händler. Ja, ich bin halt. Na, nö. Doch. Oh. Junge, ich brauch jetzt zum Saufen, Alter. Ich krieg ja noch alles, was heißt. Und wie geht's dir da drüben? Naja, die gleiche Arbeit, nur halt ein bisschen mehr Arbeitsbreite. Büschi. Ich hab mich so am Speichbrecher unterwegs. So, jetzt ist voll, wo soll denn das hinlernen? Säule hin. Das Ding ist schon dreckiger wie irgendwas anderes, Alter. Das muss ich mal denken, Alter. Das machen sich manche Leute freiwillig, Alter. Es ist ein alkoholfreies, aber besser wie gar nichts. Ach so. Also, Muni, dein Arbeitsgerät steht am Händler, ne? Ja, ja, ich mag dich auch. Aber ist das gleiche wie ich. Ja. War, wie lange habe ich alkoholfreies mehr getrunken? Da ist kein Alkohol. Ich bestehe ja eh nur aus Limo und keine Ahnung was. Und Bier. Ja. Arze. Muss flüchten. Also du kommst jetzt entweder Matthias oder Justin entgegen. Hä? Bin ich gerade doof? Doch, ich höre schon recht, ich wollte gerade sagen, Alter. Ah, kommt Justin entgegen. Er wird sich auch denken. Wollen wir da noch walzen, Gunni? Was? Walzen mit 12,3 Meter. Kannst du mir Arsch ablecken, Alter? 12,3 Meter. Ja, mit 12 Metern wäre ich auch zufrieden. Nee, 0,3! Nee! Schnürschuh! Alter! Der nuckelt schon wieder an irgendwas. Ja? Ja, als im alkoholfreien Ding. Ja, weil meine Mutter nur alkoholfreies trinkt und ich habe kein Bier mehr da. Also. Normales. Ja, ich muss auch mal fragen, ob die was holt. Warum das läuft dein Porsche? Mein Porsche läuft? Ja. Dann machen wir los. Hab ausgemacht, ja. Danke. Also die Arbeit, die macht auf jeden Fall Spaß. Ich weiß nicht, wer solche Arbeiten freiwillig macht. Oh, da kommt ein Auto. Du kannst schon nichts vor sein, du hast schon nichts Arbeitsbreite. Will ich denn? Wir haben 2 Meter. Aber ich werde sogar heute vielleicht Schreiner. Ich habe wahrscheinlich schon einen Ausbildungsplatz. Du wirst heute Schreiner? Ja, in den nach der Schule halt. Muss ich jetzt noch mal ein BVJ machen, aber.
Dann mache ich halt 5 Jahre, weil ich habe halt BVJ und dann das BGJ. Ja. Weiß Rainer. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schaut zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Buch, dann ist was wir können.